Herzlich willkommen zur zweiten Woche des Kurses Software Engineering Praxis. In dieser Woche soll es darum gehen, dass wir unseren Kunden oder unseren Auftraggeber besser verstehen. Also was folgt hier für Ziele, was will er erreichen mit dem System, wie soll es den Benutzern zukünftig gehen? Und da werden wir uns diese Woche darum kümmern, dass wir die notwendigen Informationen beschaffen und mit unserem Auftraggeber abstimmen. Ein ganz wichtiger Punkt beim Bau von Softwaresystemen sind die Menschen, die die Software verwenden wollen, mittelbar oder unmittelbar. Und um die müssen wir uns jetzt im ersten Schritt kümmern. Deswegen dreht sich dieses erste Video um so ein Modell für bestimmte Sorten von Benutzern, also die so charakteristische Eigenschaften von bestimmten Benutzergruppen zusammenfasst, sogenannten Personas. Hier zunächst einmal müssen wir uns überlegen, warum schreiben wir überhaupt Software? Sie schreiben die Software nicht, damit eine Software da ist, das wäre Selbstzweck, sondern Ihre Software ist ja für Benutzer und die Benutzer haben ein reales Problem. Zum Beispiel stehen die im Regen in New York und warten auf ein Taxi und es kommt keins. Was macht man da? Das ist so ein Pain, den man hat, ein Bedürfnis, das nicht gestillt ist und jetzt kann man da versuchen, mit Software eine Linderung zu machen. Also es geht um ein reales Problem. Wir müssen also am Anfang, egal was wir machen, erstmal rausfinden, wie geht es unseren Benutzern und worin besteht genau dieses reale Problem, was genau geht denen auf den Keks. Und manchmal reicht da Fragen nicht ganz, aber dazu komme ich gleich nochmal. All das, was wir jetzt mit unseren Engineering-Methoden erfüllen können, bezeichnet Jeff Patton als sogenannten Output. Also das ist das Ergebnis von unserem Softwareentwicklungsprojekt. Sowas wie Anforderungen, Dokumente, der Code, die Deployment-Skripte, die Continuous Delivery Pipeline. All das, und das ist jetzt ganz wichtig, dass man das sich merkt, ist, das sind alles nur Sachen, dieses Mittel zum Zweck. Software selber ist nie Selbstzweck, sondern Software hat ja eine Funktion. Und eine Software spielt in der realen Welt mit Benutzern in der realen Welt zusammen. Was wir nämlich erreichen wollen, ist ein Outcome. Und der Outcome ist eine Verhaltensänderung der Benutzer. Die Benutzer sollen sich besser fühlen mit unserer Software. Die Benutzer sollen ihr Bedürfnis auch mit Hilfe der Software stillen können. Die Software löst möglicherweise das Problem oder die Herausforderung, vor die unsere Benutzer gestellt worden sind. Also das Ziel von allem, was wir machen, ist nicht Software, sondern eigentlich, dass es den Benutzern besser geht. Und Software ist dazu ein Vehikel. Wichtig dabei zu wissen ist noch, Software ist nicht das einzige Vehikel, was wir zur Verfügung haben. Wir haben ja auch die Möglichkeit, Mechanik oder physikalische Geräte herzustellen. Wir haben die Möglichkeit, eine Organisation zu verändern. Wir haben die Möglichkeit, jemandem was beizubringen. Also nicht jeder Verbesserungsschritt zur Verhaltensänderung unserer Benutzer muss zwingend in Software stattfinden. Sie müssen nicht jede Funktion in die Software reinbauen, sondern vielleicht nur die wichtigsten oder nur punktuell und den Rest können nach wie vor Menschen machen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir besser verstehen, wie unsere Benutzer funktionieren. Stellen Sie sich Folgendes vor, Sie sind Verhaltensforscher und wollen was über Affen herausfinden. Natürlich könnte man jetzt auf die Idee kommen, sich einen Affen ins Büro zu bestellen, den in den Käfig zu setzen und den mal anzuschauen. Das kann funktionieren. Das ist genauso, als wenn Sie sich Ihren Kunden ins Büro bestellen und der soll Ihnen was erzählen. Problem ist bloß, vielleicht verhält sich mein Affe in meinem Büro völlig anders, wie er sich in freier Wildbahn verhalten würde. Vielleicht hat er in meinem Büro möglicherweise völlig andere Bedürfnisse, als er in der freien Wildbahn hat. Das reale Verhalten meines Affen werde ich nur in freier Wildbahn feststellen können. Das heißt, meine einzige Chance herauszufinden, wie es dem Affen wirklich geht, ist dahin zu fahren, wo der Affe vorkommt und ihn in seiner natürlichen Umgebung zu beobachten. Also wenn ich Verhaltensforschung machen will, ist es sinnvoll, die Affen in der natürlichen Umgebung zu besuchen. So, und das können Sie mit Ihren Benutzern genauso machen. Ich will nicht sagen, dass sie Affen sind oder so, sondern nur, dass also wenn Sie was über Benutzer wissen wollen, dann müssen Sie die Benutzer in deren normalem Lebensraum besuchen. Also wenn Sie was für Landwirte machen, macht es vielleicht Sinn, auf einen Agrarmarkt zu fahren oder den Landwirt bei der täglichen Arbeit zu besuchen. Wenn Sie was für Banker machen, schadet es nicht, mal eine Bankfiliale aufzusuchen oder mit dem Banker in der Stelle zu reden, wo der Banker arbeitet tatsächlich, damit Sie so ein Gefühl fürs Büro kriegen, wo die Leute sitzen. Oder wenn Sie was für eine Fabrikation machen, dann müssen Sie die Fabrik mal von innen gesehen haben.
Warum ist es so? Sie können Ihre Benutzer kaum fragen, was die wirklich brauchen, weil die Benutzer selten in der Lage sind, präzise zu formulieren, worin überhaupt ihr Problem, ihre Herausforderung besteht. Vielfach sind das Sachen, die sich schon unterbewusst abspielen, wo der Benutzer gar nicht mehr merkt, dass ihm überhaupt irgendwas auf den Keks geht, sondern er hat das einfach in seine Gewohnheit einfließen lassen und also er ist sich selber gar nicht bewusst, an welchen Stellen Probleme sind. Und zweiter Punkt ist, ein Benutzer, den können Sie schlecht fragen, wie soll das Software-System sein, wenn der Benutzer keine klare Vorstellung hat, worin so ein Software-System besteht. Also die Benutzer, die Anforderungen definieren zu lassen, ist schwierig. Und da ist es besser, Sie beobachten die tatsächlich, und zwar vor Ort. Sie gucken an, wie arbeiten die, wie ist die Situation dort. Das ist auch wichtig, um festzustellen, wie ist der Kontext, in dem Ihre Software verwendet werden wird. Ist es da laut oder leise beispielsweise? Ist es hell oder dunkel? Also wie sind die Lichtverhältnisse gerade, wenn Sie was mit Bildverarbeitung machen wollen? Wie ist die Geräuschkulisse? Stellen Sie sich vor, Sie wollen Sprachinterface machen, dann brauchen Sie, können Sie Umgebungsgeräusche eigentlich nicht brauchen. Oder Sie müssen sich da was einfallen lassen, damit Sie die Benutzer wirklich verstehen. Ist der Benutzer gestresst oder ist er nicht gestresst? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Arzthelferin, für die Sie eine Software machen, und da steht eine Riesenschlange an Patienten, die wird wahrscheinlich anders reagieren als ein Sachbearbeiter in einem Büro, der alle Zeit der Welt hat und der gemütlich vor seinem Laptop sitzt, ohne dass ihn irgendjemand stört. Also, es ist also ganz wichtig, den Benutzer vor Ort zu beobachten, um wirklich ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, wie ist die Umgebung, wie geht es dem Benutzer gerade und welche Eigenschaften hat der Benutzer. Denn was wir mit dem Projekt eben erreichen wollen, ist, dass der Benutzer sich anders verhält. Wir geben ihm ja unser System und dann macht er mit dem System etwas und das ändert zwangsläufig sein Verhalten. Wenn Sie ein Produkt machen, wollen Sie ja, dass das gekauft wird und auch das soll ja den Benutzer erfreuen oder ihm Spaß machen oder ein Problem für ihn lösen. Und auch da geht es ja um eine Verhaltensänderung. So, was macht man als Werkzeug, was sich etabliert hat inzwischen, sind sogenannte Persona-Modelle. Erfunden hat die ein Herr Cooper. Ich finde den Namen des Buchs fand ich ganz lustig, dieses The Inmates Are Running the Asylum. Also der Herr Cooper hat auch so ein Modell gemacht zum Usability Engineering. About Face 3.0 heißt das Buch. Und diese Idee werden wir hier auch verwenden, die Personas. So eine Persona ist ein Prototyp für eine Menge ähnlicher Benutzer. Also Sie fassen, also Sie haben ja vielleicht ein sehr, sehr heterogenes Feld von Benutzern. Und Sie können es nicht schaffen, eine Software zu machen, die gleichermaßen von allen Menschen auf diesem Planeten gleichermaßen bedient werden kann. Das geht zumindest am Anfang nicht. Sondern die Menschen sind ja von Grund aus verschieden. Also verschiedene Benutzer haben verschiedene Ziele, sie haben verschiedene Verhaltensweisen und Gewohnheiten, in die sie vielleicht rein müssen. Die Benutzer haben vielleicht verschiedene demografische Eigenschaften, sie sind alt oder jung, sie haben verschiedenes Alter, verschiedene Erziehungshintergründe. Also all das kann eine Rolle spielen beim Bau der Software. Und was Sie mit diesem Prototyp noch erreichen wollen, jetzt haben Sie die kennengelernt. Wenn Sie einen Benutzer genau beschreiben können, sogar vielleicht mit Foto oder also vielleicht sogar manchmal, also einige Teams drucken sich so ein Foto von so einer möglichen Persona sogar aus und packen die lebensgroß an den Tisch, sodass die Persona oder der Benutzer quasi immer bei jeder Diskussion repräsentiert ist. Dadurch, dass man sozusagen so ein Modell erzeugt das auch ein bisschen mehr so Einfühlungsvermögen auf der Seite der Entwickler. Die können also stärker plausibilisieren, ob die Software, die sie gerade machen, oder die Bedienelemente wirklich dem Benutzer helfen oder von dem bedienbar sind. Und wichtig ist ja hier, das System so anzupassen, dass es zu den tatsächlichen Bedürfnissen des Benutzers in dem jeweiligen Kontext passt. Können Sie sich vorstellen, also wenn Sie einen 75-jährigen Rentner haben, hat er möglicherweise andere Bedürfnisse wie ein 6 Jahre altes Kind, das eine Schulungs-App verwenden will. Oder ein 40 Jahre alter Manager, der mit 150 über die Autobahn brennt zum nächsten Termin. Wahrscheinlich hat er auch andere Bedürfnisse. Ist auch ein anderer Kontext. Und Sie müssen unterscheiden, Sie haben manchmal Gelegenheitsbenutzer. Also vielleicht haben Sie ein System, das nur einmal alle halbe Jahre mal verwendet wird, oder es wird täglich verwendet. Auch dann müssen Sie es eventuell anders bauen. Und stärker auf bestimmte Faktoren wie Erlernbarkeit achten, wenn es zum Beispiel sehr selten verwendet wird.
Man kann jetzt zwei Verfahren grundsätzlich verwenden, um an Personas ranzukommen, also rauszukriegen, welche Ziele, Verhaltensweisen, demografischen Eigenschaften haben die Benutzer. Man kann das jetzt analytisch machen, das heißt, sie fangen an mit Befragungen, sammeln Informationen über mögliche Benutzer, also machen erste Interviews, geben Fragebögen raus, verdichten die Sachen. Und kommen dann so Schritt für Schritt zu analytisch oder empirisch fundierten Personamodellen. Das ist so der eine Ansatz. Der zweite Ansatz ist, sie postulieren einfach ein Personamodell. Also sie machen so ein paar plausible Annahmen, sie bilden eine Hypothese und überlegen sich im Laufe des Projektes, wie können sie diese Hypothese verifizieren oder falsifizieren. Also beide Möglichkeiten gibt es. Was wir jetzt machen, da uns ein bisschen die Zeit fehlt, das gescheit zu analysieren, ist, wir postulieren einfach eine Persona mit. Also machen eine Menge plausible Annahmen und versuchen im Laufe des Projektes zu verifizieren, ob die Annahmen wahr oder falsch sind. So, wie kann so eine Persona aussehen? Was sich anbieten kann, ist gerade, wenn wir so eine Persona postulieren, ist, sie treffen sich im Team oder sie treffen sich virtuell, zum Beispiel mit Miro oder Mural als Werkzeug, machen sich so ein Canvas auf, das habe ich hier mal aufgemalt, also einfach so eine Malfläche mit verschiedenen Abteilungen und fangen dann an, einfach brainstormen. Also jeder kriegt ein paar Klebezettel und kann Eigenschaften von möglichen Personas raten. Also sie sammeln erstmal. Vielleicht brauchen sie sozusagen eine erste Grundannahme, was so eine Persona sein könnte oder wie viele sie brauchen. Also ich brainstorme hier mal eine als Beispiel. Also was könnte relevant sein? Erstens, der wichtigste Punkt ist ja, Sie bauen die Software nicht im luftleeren Raum, sondern Sie unterstellen ja gewisse Bedürfnisse bei der Persona. Die hat irgendwie ein Tagesgeschäft und vielleicht geht das mit Ihrer Software einfacher. Und da muss man überlegen, was will eigentlich die Persona mit Hilfe ihrer Software erreichen? Was ist das Ziel, was die Persona verfolgt, wo Sie Ihre Software irgendwie einbauen könnten? Vielleicht gibt es Eigenschaften, wo man sagt, Mensch, wenn die Software das kann, dann ist die Persona, also der Mensch, wirklich begeistert von dem Thema. Vielleicht können Sie auch persönliche Ziele mit Ihrer Software unterstützen. Also Sie brainstormen sozusagen eine Menge von persönlichen Zielen und Bedürfnissen, die die Persona haben kann. Gibt es Pain Points? Gibt es irgendwas, was die Person frustriert? Ist irgendwas, ein Zustand da, der als nicht optimal empfunden wird? Irgendwas, was zu lange dauert oder zu viel Handarbeit kostet oder nicht machbar ist, es sei denn, man hat eine Software. All das sind so Hindernisse, Frustrationen, die sammelt man. Wenn Sie die beiden Sachen haben, dann haben Sie schon mal eine gute Idee, in welche Richtung die Software gehen könnte. Was Sie dann natürlich brauchen, ist ein Verständnis davon, in welchem Kontext sitzt die Person. Welche Devices hat sie zur Verfügung? Also hat sie zum Beispiel vielleicht können Sie unterstellen, dass alle adressierten Benutzer, die Sie mit Ihrem ersten Release erreichen wollen, vielleicht haben die alle ein iPhone oder alle ein Android-Gerät oder die sitzen alle vor einem Desktop-PC. Wenn Sie das schon mal so einschränken können, dann können Sie sehr, sehr viel präziser bauen. Oder hat die Person, für die Sie die Software machen, einen dauerhaften Internetanschluss? Oder müssen Sie mit Offline-Fähigkeit rechnen? Also das sind so ein paar technische Randbedingungen, die man hier schon mal unterstellen könnte. Also welches Device liegt vor oder welche Devices liegen vor und welche Leistungsfähigkeit haben die möglicherweise. Zweiter Punkt ist noch, welche Fähigkeiten unterstellen Sie bei der Persona? Also zum Beispiel sitzt die Persona den ganzen Tag vorm Rechner und arbeitet mit Word und Excel, dann können Sie zum Beispiel klassische Shortcuts wie Ctrl-C, Ctrl-V vielleicht voraussetzen. Oder Sie wissen, wenn Sie eine Tabelle in Ihrer Software machen und sich die ähnlich verhält wie Excel, dann wird er das schon verstehen, der Benutzer. Also so ein bisschen diese technischen Grundfertigkeiten schaden nicht, wenn Sie die wissen, weil Sie dann die Software genauer auf die mentalen Modelle Ihres Benutzers zuschneiden können. Was kann man noch brauchen? Man kann jetzt demografische Daten unterstellen, raten, zusammenfassen. Also vielleicht gibt es so eine besondere Altersgruppe, für die Sie Ihre Software schreiben. Also vielleicht die 16-Jährigen oder die 30-Jährigen oder die 75-Jährigen beispielsweise. Vielleicht gibt es ein Geschlecht, was man unterstellen kann, dass man sagt, es ist eher für Frauen oder eher für Männer die Software. Man kann ein paar demografische Daten einfach ergänzen, damit man sich die Person besser vorstellen kann, also Wohnort, Familienstand. Ausbildung kann eine Rolle spielen für die Software. Eine Software für Ingenieure bauen Sie möglicherweise anders wie eine Software für Banker und eine Software für Banker ist vielleicht anders wie die für Lehrer beispielsweise.
Also so Beruf, Familienstand kann interessant sein. Und was Sie dann brauchen, das ist, das geht so ein bisschen, also da muss man wirklich schauen. Sie wollen ja Empathie erzeugen. Also Sie brauchen eine Skizze von der Persona, also irgendein Beispielbild. Besorgen sich irgendein lizenzfreies Bild, das ist wichtig, also bei irgendeiner Bilderplattform, was das die Person, die Sie da geraten haben, einigermaßen natürlich wiedergibt. Also malen Sie auf keinen Fall so ein crappy picture, also ein Homer Simpson oder sowas, sondern suchen Sie eher so ein Bild von der Alltagssituation. Also auch kein so ein Hochglanz-Stockfoto, sondern tatsächlich besser ist so ein Schnappschuss, den Menschen darstellt und wo sich jeder vorstellen kann, Mensch, das könnte meine Nachbarin oder mein Nachbar sein. Also auf keinen Fall so ein crappy picture. Was man noch machen kann, ist, was vielleicht für die Benutzung der Software eine Rolle spielt, sind klassische Varianten des Verhaltens. Geht es an Leute, die extrovertiert sind? Vielleicht müssen sie dann einen Social-Media-Anschluss dran bauen an ihrer Software. Oder geht es eher um die introvertierten Leute, die das gar nicht interessiert? Geht es an ehrgeizige Leute? Dann können sie so Punktesystem und Gamification und sowas einbauen. Oder wollen sie nicht ehrgeizige Leute ansprechen? Sind die Leute technikbegeistert oder eher konservativ, was das angeht? Sind die Leute eher innovativ oder wollen die lieber die alten Sachen haben? Nicht? Also da kann man so ein bisschen vielleicht Eigenschaften herauskriegen, die dann auch für das Design der Software eine Rolle spielen. Eine ganz wichtige Eigenschaft ist beispielsweise, ist jemand ganzen Tag online mit seinem Smartphone, dann können Sie unterstellen, dass der das wunderbar bedienen kann. Wenn jemand das Smartphone nur alle 2 Tage verwendet, dann müssen Sie die Software da vielleicht anders bauen. Ich habe das jetzt hier mal als Beispiel formuliert. Also nehmen wir mal an, für unser Projektvorschlagssystem hätten wir eine Persona Petra Partner geraten. Der haben wir noch einen Leitspruch mitgegeben. Sowas, wir unterstellen mal, die ist eine Webagentur und sagt, sie denkt online neu. Und jetzt könnte man unterstellen, was will die vielleicht erreichen mit unserem Projektvergabesystem? Also wie können wir der helfen? Und dann so unterstellen wir, dass die vielleicht neue IT-Mitarbeiter sucht, also vielleicht über unser System an Studierende rankommen möchte. Vielleicht will sie einfach mehr Bekanntheit in der Öffentlichkeit erreichen. Vielleicht will sie so eine Art wissenschaftliches Branding von ihrer Firma erreichen oder eine positive Darstellung in lokalen Medien, dass es irgendwie in einer Lokalzeitung einen schönen Bericht gibt. Und die hat natürlich die Bedürfnisse, dass sie professionell kommunizieren will, also nicht zu viel Overhead in sinnlos ausgetauschten Mails. Also so könnte man unterstellen, könnte so eine Petra-Partner, das könnten die Bedürfnisse sein. Was sie vielleicht frustriert, auch das ist kann man brainstormen, man könnte überlegen, naja, lange Antwortzeiten auf eine Anfrage sind wahrscheinlich, würde jeden stören. Also man erwartet ja auf eine E-Mail so eine Antwortzeit von 24 Stunden maximal. Unklarheit ist immer schlecht, also sie braucht irgendwie Klarheit über Organisation und Abläufe, sie braucht Planbarkeit, also keine Planbarkeit, keine Garantien, werden sie sicherlich frustrieren. Also wenn man es negiert, hat man dann natürlich wieder die Bedürfnisse daraus erzeugt. Technische Fähigkeiten, das kann man unterstellen, wenn die Personalerin ist, sitzt sie vielleicht 6 Stunden pro Tag vor ihrem MacBook, kennt sich mit iOS aus. Jetzt ist die Frage, ist das prototypisch? Es könnte man also überlegen, haben alle Leute, die so in Personalabteilung sitzen, die wir adressieren wollen, also ist das so die richtige Zielgruppe? Also wollen wir wirklich an eher Personal heran? Und wenn ja, welche Hardware haben die auf dem Tisch stehen? Ne? Das ist schon wichtig zu wissen, machen wir es eher mit iOS, machen wir es eher mit macOS oder machen wir es doch lieber für Windows? Also das ist schon eine wichtige Richtungsentscheidung. Oder machen wir irgendwie ein Websystem beispielsweise? Und jetzt kann man unterstellen, sie kann Excel wahrscheinlich, sie ist auf sozialen Medien aktiv, also LinkedIn und Twitter vielleicht. Und so bauen wir uns so ein Modell von den technischen Fähigkeiten zusammen. Da kann man nämlich das Grundannahmen in unsere Software stecken. Wie gesagt, achten Sie darauf, dass die Sachen nicht zu speziell sind. Nicht, dass wir nachher für 2 Personaler von 2000, die ein Apple haben, jetzt eine Apple-Software machen und nachher benutzt es keiner, weil wir einfach da falsch geraten haben. Deswegen müssen wir natürlich die Annahmen verifizieren unterwegs. Jetzt könnte man hier die Petra Partner unterstellen, die ist beispielsweise 53 Jahre alt, weiblich verheiratet, wohnt in Bruckmühl, ist Börgner Partner GmbH und ist HR-Spezialistin gelernt. Also wir unterstellen sozusagen, wenn wir wissen, sie ist HR-Spezialistin, kann man auch so gewisse Bedürfnisse, Fertigkeiten und so weiter unterstellen. Und Verhaltensvariablen habe ich jetzt hier einfach mal postuliert, ob das jetzt... Vielleicht da interessant ist vielleicht noch, wie kommuniziert sie am liebsten? Also Telefon, Chat oder E-Mail. Also das könnte so ein Beispiel für so ein Persona-Modell sein. Die Petra-Partner, vielleicht brauchen sie mehrere, wenn sie mehrere Nutzergruppen haben. Sie fangen aber in diesen ersten Projektphasen wahrscheinlich nur mit einer einzigen Persona an, für die sie ein System bauen. Und alle weiteren kommen dann später.
das ist MVP. Sie können nicht gleich eine Software machen, die für den ganzen Planeten ist, sondern am besten starten Sie wirklich mit einer recht eingeschränkten Benutzergruppe, weil Sie dann spezifischer arbeiten können. So, das war's jetzt schon zu den Personas. Weiter geht's mit der Produktvision. Also wenn wir rausgefunden haben, was für welche Menschen unser System sein könnte und welche Bedürfnisse die haben, können wir jetzt auf der Grundlage überlegen, was kann unser System anbieten, um denen zu helfen. Also nächster Schritt wird dann die Produktvision. Das geht weiter im nächsten Video. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.